Guten Tag und willkommen wieder auf unserer kleinen Farm. Ja, heute werden wir uns um das BGA kümmern. Die Biogasanlage. Dafür müssen wir aber noch ein bisschen Gras hier häckseln. Da fahre ich erstmal direkt neben unseren Kronbig X1000. Dann schauen wir mal, dass wir gleich genug Häcksel gut zusammen haben. Und dann erkläre ich euch, wie das mit dem BGA funktioniert. Was mir hier auch aufgefallen ist auf der Map, mit dem Gras ist es nicht so schön. Wie ihr seht, das Gras, was wir mähen, ist ja, braun. Und das Häckselgut ist komischerweise dann grün. Aber naja, kleine Fehler, die man hier im Spiel hat. Was ich mal so ein bisschen vermisse, ist vielleicht mehr Informationen, ob die an einem Patch arbeiten. Da gibt es scheint nicht wirklich viel bekannt. Leider. Auch irgendwie keine Informationen wegen Multiplayer. Finde ich auch ein bisschen schade. Naja. Achso, ein kleiner Tipp noch von mir. Wenn ihr euch ein Feld kauft, ich habe ja hier das Feld was ist das? 20 gekauft, Gras gesät. Hat man das kleine Problem, wenn das Gras gewachsen ist, ja, ist sie überall Gras. Also um die Felder auch drumherum ist ja sowieso Gras. Und da musste ich einmal mit dem Gruber um das Feld drumherum fahren, weil sonst der Kronbig X1000 hier einfach komplett weiter geradeaus fahren würde. Jetzt machen wir den auch noch komplett eben voll. Ja, deswegen bin ich einmal mit dem Gruber hier drum rum gefahren, sonst wird er nämlich hier nicht wenden, sondern wäre dort die Spur weiter hochgefahren. Schnell hinterher. So. So, jetzt sind wir auch schon voll. Und dann fahren wir mal zum BGA. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Denn da gibt es eine Kleinigkeit, die ich auch nicht wusste. Ich habe nämlich einen Hänger abgekippt gehabt mit dem ja, Schnittgut, mit dem gehäckselten Gras hier. Und irgendwie hat das nicht funktioniert mit dem BGA. Dann muss ich auch erstmal nachgucken, warum nicht. Aber ich bin auf die Lösung gekommen. Und das werde ich euch auch gleich verraten. So. Also schon der BGA. So. Türchen auf. So. Das rechts ist schon fertig. Das links hier kippen wir jetzt ab. So. So, beim Abkippen müsst ihr auch ab und zu ein Stück vorwärts fahren, weil sonst wird es ein Riesenhaufen und ihr könnt es nicht verdichten. So. Steigen wir mal um. Taschenlampe haben wir auch dabei. Toll, ne? Also das hier ist schon verdichtet und ja, gereift, gegärt. Das werden wir dann gleich auch mal in den BGA füllen. Ja, der gute Lizard-Radlader. So, jetzt müsst ihr das Ganze, ihr seht jetzt auch den Füllstand und die Verdichtung. Das Ganze verdichten. Auf 100%. So. Ziehen das Ganze auch mal richtig glatt. Nochmal rückwärts. So. Und damit man das Silo hier schließen kann, abdecken kann mit R1, muss mindestens ein Füllstand von 10% sein.
Das wusste ich vorher auch nicht. Ich hatte hier da drüben, weiß ich gar nicht, 8% oder 9% drin und irgendwie ging das nicht. Und ich dachte schon, hier wäre ein Fehler im Spiel. Da musste ich auch erstmal rausfinden, dass mindestens 10% drin sein müssen. Reinpassen tun 600.000 und 60.000 müssen halt rein. So, wenn wir das Ganze verdichtet haben, drücken wir einfach mal R1. Das Ganze zu. Ja, und jetzt müssen wir warten, bis das auf 100% gegärt ist. Wie ihr seht, haben wir Gäre 0%. Das sehen wir oben links. Aber ich war ja ein kleiner Pfiffikus und habe das hier schon vorbereitet. Und da werden wir jetzt auch erstmal hier. Eine Schaufel voll machen. Oh, scheint einiges reinzupassen. So. Dann wollen wir mal schauen, wie viel Geld wir damit mit einer so einer Schaufel verdienen können. So, das Ganze wird einfach hier vorne reingekippt. Hier vorne links. So. Naja, nicht gerade das Meiste. Aber für einfaches geschnittenes Gras reicht's doch. So. Ja, da kann man halt ein wenig Geld verdienen mit einfacher Arbeit. So, dann machen wir das Ganze noch leer. So. So, ihr solltet mir auch im letzten Video unter den Kommentaren mal schreiben, was ihr denn noch gerne mal sehen wollt. Also, spieletechnisch meine ich jetzt. Da hat ein einziger bis jetzt noch was drunter geschrieben. Und zwar GTA. Dann werde ich wohl doch GTA wahrscheinlich Let's Playen. Auch wenn ich jetzt momentan schon 60% durch habe, werde ich dann nochmal von neu anfangen für euch. Und einer hat die Frage drunter geschrieben, ob ich cheaten würde. Nein, in meinen Augen haben Cheater kleine Sch naja, wie schon. Warum sich so mein Geldstand immer ändert, liegt daran, dass ich zwischendurch halt weiterspiele, damit ich neue Maschinen halt kaufen kann, die ich euch präsentiere. Weil sonst müsstet ihr ja etliche Male zuschauen, wie ich ein einziges Feld bewirtschafte. Und das muss ja nicht sein. Deswegen spiele ich zwischendurch weiter. Was habe ich denn jetzt noch Neues gekauft? Das Mähwerk und den Sammelwagen und den Krone Big X mit dem Direktschneidewerk, was ich aber wieder verkaufen werde, da wir unser Silagegut
aus Mais hier machen werden. Sonst waren keine Fragen oder Wünsche unter dem letzten Video, was ich ein bisschen schade finde. Denn ihr müsst einfach nur drunter schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Also als nächstes wird natürlich die Kuhhaltung kommen. Dafür werde ich dann noch den Mischsteuer kaufen, einen Güllewagen. Die Kühe halt, ne? Was war denn noch? Ja, das Direktschneidewerk werde ich wieder verkaufen, weil damit kann man ja Gras nur häckseln. Und hier im BGA werden wir halt Mais, ja, Silage nehmen. Bloß, ich habe momentan noch keine Sämaschine für Mais. Hoppala. Naja, auf jeden Fall habt ihr es mal gesehen, wie der BGA bedient wird. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel drin war. Ich glaube 13. 12%, 13%, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall nicht ganz so viel. Und man sieht, wie viel Geld wir damit kriegen. So. Letzte Schaufel. Zack. So. Uff. Und abgeben. Zack. So, das war alles zum BGA. Hier haben wir den Kohn Schnittsammelwagen. Hier das Mähwerk. Damit fahren wir jetzt auch wieder zum Kuhstall. Oh, eine Waage. Kann man leider nichts machen, schade. Das soll es dann heute auch zum BGA gewesen sein. Was wir mal ausprobieren werden, ist, obwohl das müsste alles gleich viel kosten, ob wir jetzt Gras oder Maissilage nehmen. Auf jeden Fall wird dann im nächsten Teil weitergehen mit der Kuhhaltung. Hier habe ich schon mal ein bisschen Gras reingekippt. Dann werden wir uns kaufen. Moment. Kipper brauchen wir keine. Sämaschine werden wir brauchen. Das ist die hier, damit wir Mais sehen können. Danach kaufen wir noch einen Mischstreuer, das wird der Gilbert hier werden.
Der kostet hier nur 29.800. Der hier 34.000, aber hier passt mehr rein. Deswegen werden wir uns den holen. Dann das, den großen Güllewagen. Dann werden wir uns die Futtermaschine holen. Das ist einmal das Gerät hier zum Einstreuen. In den Kuhstall. Und den oder den, mal gucken. Einen von den beiden. Mischen von Heu, Silage, Stroh, welches Kühen als Kraftfutter benötigt, ja. Schauen wir mal. Auf jeden Fall einen von den beiden. Und sonst brauchen wir, glaube ich, nichts erstmal. Kühe werden wir natürlich dann auch kaufen. Ja, das soll es dann für heute auch gewesen sein. Dann sage ich es wie immer, tschö mit Ö und bis die Tage. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren, ja, die Videos zu bewerten und schreibt fleißig Kommentare drunter. Aber bitte nur Sinnvolles, ja? Und dann halt,